Ja, ich bin zurück, weil ich bin hier in Prag bei der Weltpremiere vom Skoda Enyaq EV. Und genau vor, naja, ich glaube es war 2007, war ich zum ersten Mal in dieser Stadt, weil da war ich Teil vom legendären Praha Drinking Team. Ich bin nicht stolz drauf. Es war ja Abitur und Teil von unserer Abi-Feier hier. Und deswegen habe ich nur gute Erinnerungen an Prag. Ich bin ja jetzt ein paar Mal hier gewesen, aber es gab noch nie so einen schönen Anlass wie heute, denn für Skoda ist es ein wichtiger Tag, eine Weltpremiere. Es ist zwar nicht der erste vollelektrische Skoda, es ist der zweite, aber der erste, der auf der neuen Plattform, dem MEB, steht. Und vielleicht mal kurz zu dem Auto, der hat ein paar Besonderheiten. Nicht nur innen, nicht nur, dass er rein elektrisch fährt, sondern eben auch hier diesen beleuchteten Grill, Matrix-LED-Lichter, besondere Simply-Clever-Lösungen, besonderen Look, all das, was er hat, werde ich euch in diesem Review heute hier aus Prag erklären. Falls euch dieses Auto zu teuer sein sollte, haben wir eine Leasing-Vergleichsplattform oder einen Leasing-Partner an der Hand mit GoLeasy. Schaut da gern vorbei unter goleasy/autotester. Findet da im Idealfall genau den. Hier seid ihr allerdings gelandet bei www.autotester.de eures Vertrauens, der nicht mehr trinkt. Leider, aus dem Alter bin ich raus. Abitur habe ich auch. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Abonniert am besten alles. Macht euch froh und mich. Das ist eure Belohnung und mein Lohn, wie auch immer ihr seht. Dann geht es jetzt auch los mit mir. Ich bin der Jan. Hallöchen. Und dem Scott. Oder Enyaq EV. Kommt mit. In alter der Autotester-Manier wollen wir erstmal so ein bisschen über die Historie sprechen. Und der Skodas Historie begann 1895. Die feiern 125-jähriges Jubiläum. Die Gründer, die kennt ihr alle. Und dann ist jetzt erstmal eine große Sache. Was will dieses Auto? Was ist es? Und jetzt kennen wir natürlich alle den vollelektrischen Skoda City, den kleinen. Das ist das erste elektrische Modell der Marke. Hier steht jetzt das zweite. Und dann ist natürlich eine interessante Sache hierbei, dass wir inzwischen den MEB haben. Ja, das ist so der Elektrobaukasten, der modulare elektrifizierte Baukasten vom VW-Konzern. Und der hat natürlich jetzt Premiere gefeiert im ID3, also quasi das Pendant zum Golf rein elektrisch. Der wird in den ID4 kommen, im Seat Bolero, der wird im Audi Q4 e-tron dann zum Beispiel kommen. Ja, und das ist jetzt dann natürlich die Antwort der Tschechen darauf. Und jetzt gehen wir einmal ganz drumherum um dieses Modell. Und dann ist natürlich eine Frage von euch, ja, was ist denn das Wettbewerbsumfeld? Und da gibt es inzwischen halt wirklich eine ganze Menge, weil naja, wir haben natürlich den Audi e-tron, der ist ein ganzes Stück teurer. Wir haben den Mercedes EQC, der ist ein ganzes Stück teurer. Aber wir haben neben dem Jaguar I-Pace vielleicht auch den Kia e-Niro oder den Hyundai Kona e. Also es gibt schon ein bisschen was Vergleichbares, Bezahlbares hier in diesem Segment. Das hier ist eben die tschechische Variante jetzt davon. Und dann ist natürlich jetzt eine große Frage, was haben die Tschechen daraus gemacht? Und erstmal spricht man natürlich bei so einem Elektromodell um die Ausmaße. Ihr habt ihn jetzt ganz gesehen, er ist 4,65 Meter lang, hat 2,77 Meter Radstand, ist 1,88 Meter breit, 1,62 Meter hoch, wiegt etwa 2 Tonnen. Und wenn wir jetzt schon bei der Optik sind, dann ist Skoda, dann sind die Tschechen sehr stolz auf ihr kristallines Design. Wenn ihr hier mal in die Skoda Crystal Lightning Leuchten reinschaut, dann seht ihr, ja, wir haben hier so kleine Wimpern drauf, wir haben ein wunderschönes Kristalllicht. Und
Naja, wenn ich ehrlich sein darf, hat dieses Auto optisch was Besonderes, was ich sehr liebe, weil, naja, jetzt mal ganz im Ernst, also ich finde ja immer, und ich kritisiere es ganz oft, dass Autos sehr ähnlich, sehr gleich aussehen. Und Skoda hat sich was einfallen lassen. Schaut mal hier, 138 LED-Dioden, die hier diesen Kühlergrill in den aufrecht stehenden Streben beleuchten. Ne? Hier schön eingearbeitet ist die Kamera nach vorne. Aber die haben hier natürlich so einen Plastikschutz. Jetzt kann man sagen, das ist so ein bisschen Barbie-schick, kitschig. Werden die einen sagen, die anderen sagen, endlich mal was Neues. Lasst mir gerne eure Meinung dazu da, wie ihr es findet. Hier haben wir Matrix-LED-Leuchten drauf und da ist Skoda besonders stolz drauf, weil, naja, bisher hatte die zum Beispiel Audi, jetzt bekommt sie auch Skoda. Was machen die? Also die können den Gegenverkehr ausblenden, die können Lichter anblenden, sind flexibel, Matrix-mäßig eben. Hier haben wir jetzt die Founders Edition. Die gibt es genau 895 Mal, die ist streng limitiert. Die hat hier unten zum Beispiel Plastik. Wir haben 5 Ausstattungsvarianten. Hier unten im Stoßfänger ist Plastik. Die hat auch hier in diesem Boomerang-Element dann zum Beispiel eine Kontrastlackierung. Das Skoda-Zeichen prominent da vorne drauf, eine prominente Nase hier. Ich finde den von vorne sehr gelungen, aber auch gleichzeitig Skoda-mäßig zurückhaltend, dezent. Und naja, dieses Auto hier hatte 2019, war es glaube ich, Premiere mit dem Vision EV. Und der war schon sehr extravagant. Und da habe ich schon gedacht, so, ey, boah, Skoda, da traut er euch was. Das ist ein sehr tolles Auto optisch. Der hier ist ein bisschen zurückhaltender. Skoda hat mir noch nicht gesagt, ob es ein Coupé davon gibt, aber ich bin sehr sicher, dass es das geben wird. Und wenn wir jetzt hier im Profil sind, sprechen wir natürlich erstmal um die optischen Details. Hier haben wir ein Zierelement. Schaut euch das einfach mal an. Hier, ja, da gibt es die Founders Edition, die hier dann drin steht, in der Founders Edition. Wir haben hier schöne 21 Zoll Felgen drauf. 18 bis 21 Zoll Felgen gibt es. Das sind jetzt die großen, weil Skoda ist auch stolz drauf, dass man sagt, das können wir, das machen wir. Und dann die Vision EV, die hatte andere Rückleuchten. Die hier sind sehr groß, sehr prominent. Beim e-tron hat man zum Beispiel digitale darauf verzichtet. Skoda, also auch nicht sehr optional gibt es die. Finde ich ein bisschen schade optisch, aber von der Funktion her finde ich es natürlich sehr praktisch. Ansonsten haben wir hier unten im ja, Schweller so ein Plastik. Wir haben da oben ein Panoramadach, wir haben eine Dachreling in Silber, wir haben ja hier Chrom eben auch um die Fenster, wir haben hinten abgedunkelte Scheiben, also sehr klassisches SUV hier im Look. Ich bin sehr gespannt eben auf die Coupé-Form, auch wenn ich sagen würde, die hier ist wirklich nicht von schlechten Eltern und wenn wir beim Thema sind, vielleicht auch so ein bisschen sozialverträglicher, was für Familien, was schön ist. Wenn ihr euch hier hinten einfach mal anschaut, die Rückleuchten haben auch wieder diese Wimpern, finde ich mega geil, auch vorne, dass dieses Lichtband sich von den Leuchten durchzieht einmal, ist mega gelungen. Ja, und jetzt steht hier EV80 drauf. Und normalerweise erzähle ich euch ja im Profil was zu den Motoren, deswegen gehen wir nochmal da einfach hin. Und ich sage euch, der Akku, der sitzt hier unten drin, das ist halt in der Plattform speziell und wir haben 3 Akkus, also 3 Größen an Akkus hier drin und 5 Motorvarianten. Das ist zum einen sind das 3 mit Heckantrieb und 2 mit Allradantrieb. Und jetzt ist es so, ich war zwar nicht trinken hier, aber naja, ich bin heute Morgen um 5 aufgestanden und mein Kopf ist relativ schlecht. Deswegen erkläre ich euch jetzt einfach, dass die kleine Variante EV50 heißt, 148 PS hat, 55 kW Akku und 340 km Reichweite. Die zweite Variante heißt EV60, hat 180 PS, 62 kWh Akku und 390 km Reichweite. Die dritte, EV80, ja, die hat 204 PS, 82 kW Akku und 500 km Reichweite und dann kommen die Allradgetrieben mit eben 2 Motoren, einer an der Vorder-, einer an der Hinterachs, EV80X, Allradantrieb eben mit dann 265 PS insgesamt, 62 kW Akku und 390 km Reichweite. Und dann, ganz spannend für die Fanboys da draußen, Skoda Enyaq RS mit 306 PS, 82 kW Leistung, 460 km Reichweite, der ja, wird 180 km/h schnell und beschleunigt in 6,2 Sekunden von 0 auf 100. Und jetzt, wo ich euch alles erzählt habe zu den Leistungsdaten, manchmal ist man auch faul und will es nicht nachschauen,
schauen wir uns hier oben den Dachkantenspoiler an, der schön verlängert, nicht ganz so prominent wie bei der Studie, aber immer noch ziemlich sportlich. Ich finde, dieses ganze Auto hat einen sehr sportlichen Stand. Kurze Überhänge hinten, vorne, langen Radstand, typisch eben für die Plattform. Ja, und dann haben wir hier unten kein Auspuff-Endrohr. Skoda steht drauf in großen Lettern, Enyaq steht hier. Und euch interessiert natürlich brennend genauso wie mich, wie groß ist der Kofferraum, Jan? Und jetzt mache ich euch den auf und der ist halt 585 Liter bis 1711 Liter groß. Das ist riesig. Das ist ein bisschen kleiner als ein Octavia-Kombi, aber nicht wirklich viel. Und wenn er jetzt hier mal schaut, haben wir hier eine Simply Clever-Lösung. Heißt, Skoda hat sich was überlegt und wir haben hier hinten eben, ja, den sogenannten Mennekes-Stecker zum Beispiel hier untergebracht. Wir haben hier was zum Putzen. Wir haben ein kleines Schwämmchen im Winter, wenn die Kabel schmutzig werden. Wir haben Handschuhe hier hinten drin. Wir haben nochmal eine kleine Ablagebox, wo wir was unterbekommen können. Richtig praktisch. Ja, dann haben wir hier nochmal einen Adapter drin, haben hier die schönste Männerhandtasche der Welt. Dieses Auto zieht dann 1000 Kilo mit Allrad 1200 Kilo. Und was jetzt schön ist, wir haben hier auch eine elektrische Anhängerkupplung hier hinten dran. Sehr, sehr praktisch, wie ich finde. Ich mache sie allerdings wieder weg, weil richtig schön ist sie nicht. Und naja, richtig hohes Zugvolumen ist es auch nicht, aber es ist möglich. Und dann haben wir hier für die Allmanns unter euch eine schöne Ladesicherung, auch gut. Und hier, schaut euch das mal an, können wir ganz praktisch dann ja, die Rückbank umklappen. So viel zum Kofferraum. Ich stehe immer drauf, dass sich Skoda was einfallen lässt mit den ganzen Simply Clever Lösungen. Was jetzt natürlich noch sehr schön ist, ist, naja, das Laden. Man lädt dieses Auto hier hinten, schaut euch das an, und AC laden kann der in der kleinsten Version zu Hause an der Wallbox mit 7,2 kW und ab den größeren lädt er dann serienmäßig mit 11 kW AC. DC kann er bis 125 kW laden und ja, damit wäre dieses Auto etwa in 40 Minuten auf 80% voll an der Schnellladestation. Jetzt stelle ich hier meine schöne Männerhandtasche Skoda EV mal weg hier an die Felge und wir springen mal an die, auf die Rückbank. Weil das ist ja sehr spannend, wie viel Platz da hinten ist. So, ich klappe die hoch, mach mal hier die Tür zu und jetzt schaut euch mal an, wie viel Platz der große Mann hier hat. Und ich habe richtig viel Platz. Sehr spannend ist auch, was hat Skoda hier mit dem Mitteltunnel gemacht? Da haben sie ein kleines Fach hingemacht. Wir haben hier auch schön eine Tasche mit der Decke drin. Und das sehen die Skoda, ist sie da draußen? Oh. Schlafpaket. Schlafpaket heißt, wir haben hier die Möglichkeit, unseren Kopf abzustützen und haben hier eben auch noch eine Armauflage mit Cupholder drin, haben eine Durchreiche und dann ist natürlich für die Skiene, wenn man Skifahren will, eine große Sache immer in diesen Autos. Na, jetzt haben wir ein Elektroauto, aber haben wir hier Leder drin oder was ist mit den Materialien? Zu 60% besteht der Stoff hier aus PET-Flaschen, zu 40% aus Wolle, glaube ich, soweit ich weiß. Und das Leder ist nicht mit Chemikalien gegerbt, sondern mit irgendeinem Stoff aus einem Olivenbaum, was ich ganz geil finde. Und wenn ihr mal in die Tür hier reinschaut, haben wir hier ja ein richtig vielschichtiges Material-Mix-System hier drin. Tolle Griffe hier auch, haben hier auch die Möglichkeit, den Rollo hochzumachen, um es zu verdunkeln. Und ja, hier haben wir zum Beispiel auch einen Tisch dann für die Kiddies, wo sie am McDonald's-Menü essen können. Richtig gut, sehr viel Platz, toll hier hinten. Hier oben haben wir dann auch noch so Lichter, die hier an- und eben ausgehen. Gefällt mir schon ausgesprochen gut. Hier haben wir das Panoramadach drin, aber euch interessiert natürlich brennend, wie sieht's aus mit vorne? Und deswegen springe ich jetzt mal nach vorne und zeige euch, was der vorne kann. Kommt mit. So, jetzt kommt natürlich das Spannendste. Fahren dürfen wir heute leider nicht, nämlich der Innenraum. Und erstmal ist hier
schweineviel Platz. Ich habe bei den Kollegen zum Beispiel von Asphalt da auch mal gefragt, wie sie ihn finden. Die sagen, wahnsinnig viel Platz. Und wenn man über die Architektur spricht, dann sieht man erstmal hier, schaut mal, 1, 2, 3 Ebenen hier vorne drin. Und der Kardan-Tunnel hier, der Mitteltunnel, das ist immer interessant. Was macht man denn eigentlich damit beim Elektromodell? Weil eigentlich könnte der ja leer sein. Und die Designer hassen das, wenn der leer ist, weil dann hätte man zwar ganz viel Platz, aber irgendwie ist man das ja gewohnt. Und dass man zum Beispiel hier die Beine anlehnen kann. Man hat hier auch ein weiches Material für die Knie, was ich sehr gut finde. Übrigens in der Mitte. Jedenfalls ist es dann so, dass man sagt, ja okay, man macht da was rein, einfach, dass sich die Leute nicht umgewöhnen müssen. Und man hat auch tatsächlich sehr viel Stauraum hier drin. Wir haben hier 2 USB-C-Stecker, einen Cupholder. Hier haben wir so einen Quickshifter für einen Gangwahlhebel. Schnell nach hinten ziehen, also nach vorne drücken, fährt man rückwärts nach hinten. Dann haben wir einen D- und einen B-Gang, eine elektrische Parkbremse hier. Wir haben eine Armauflage hier mit so einem kleinen Fach drin, was sehr, sehr gut ist, sehr, sehr praktisch. Ja, und dann schaut euch mal einfach die geile Qualität der Sitze hier an. Das gefällt mir schon ausgesprochen gut. Das sind 2 Materialien, 3, wenn ich es richtig beurteilen kann. Gelbe Naht, wunderbar. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist der helle Himmel. Aber ansonsten ist es erstmal ein toller Innenraum. An was man sich auch nicht unbedingt gewöhnen muss, aber was wirklich geil aussieht, ist dieses Lenkrad mit den 2 Speichen hier. Wir haben hier auch Gangwahlhebel, das werden keine sein. Ich vermute, da kann man die Rekuperationsstufen dann später einstellen. Und dann ist es sehr spannend, denn wir haben hier ein Head-Up-Display drin. Und das ist 2-ebig, soll es zumindest sein. Das heißt, wir haben hier Augmented Reality Möglichkeiten drin. Ich kann es leider noch nicht sehen und noch nicht zeigen. Und auch spannend ist, wir haben ganz, ganz kleines digitales Cockpit da vorne. Und normalerweise ließe sich das vermutlich hier so ein bisschen durchspielen. Schaut mal hier. Aber ja, scheint irgendwie ein Vorserienmodell zu sein. Beziehungsweise das Auto hat keinen Schlüssel hier drin. Deswegen kann ich euch nicht so richtig viel zeigen. Wir haben aber wie gewohnt hier ja 2 Drehmechanismen hier drin. Wir haben hier eine Lenkradheizung. Ja, da vorne ist das Licht. Das sieht so ein bisschen aus wie beim Golf. Ganz interessant eigentlich, ne? Ja, und dann ist natürlich die Frage, was ist hier an Knöpfen? Wir haben hier dann zum einen die Settings. Wir haben Fahrmodi hier. Eco, Komfort, Normal, Sport und Individual. Was kann man hier verstellen? Ja, wir können das DCC verstellen, also das Fahrwerk, die Lenkung, Drive, ACC und Air Conditioning können wir in verschiedenen Stufen verstellen, ähnlich wie wir das zum Beispiel auch ja, vom Golf eben kennen. Sehr, sehr geil. Wir haben Assistenten. Was ist hier drin? Ja, also zum einen hier können wir hier drauf drücken und sehen dann Assistenzsysteme. Und da ist dann die ganze Liste hier. Speed Limiter, Lane Assist, ACC, Side Assist, Dynamic Road Sign Display. Aufmerksamkeitswarner, Eco Assist, Front Assist, Emergency Assist, also richtig viel. Und hier haben wir die dann nochmal extra verpackt. Beim Klima haben wir hier ja eine ganz fancy klassische Anzeige, vermute ich jetzt einfach mal, die man jetzt hier nicht sieht. Also, naja, wird Vorserie sein. Hier können wir die Lüftung anmachen und dann ist hier unten auch noch eine induktive Ladebuchse. Aber jetzt gehe ich hier mal ins Menü und zeige euch einfach mal, das Telefon können wir natürlich auch über Apple CarPlay, Android Auto verbinden. Das ist der MIB3 hier, also der modulare Infotainment Baukasten 3. Wir haben hier auch ein Benutzerhandbuch. Die Navigation funktioniert hier, davon gehen wir einfach mal aus. Ne? Alles zum Auto können wir uns anzeigen lassen. Wo kann man ihn laden? Hier zum Beispiel an welchen Plätzen, nochmal hier Mirror können wir einstellen, Komfortlicht, Headlicht, ja, der Status, Daten sind hier drauf, also schon richtig gut. Assistenzsysteme habe ich euch gezeigt, hier haben wir dann nochmal das ambiente Licht, was man hier einstellen kann, mega geil, in tausenden Stufen, Wahnsinn. Sound haben wir hier dann noch, schaut euch das mal an, wie man dann den Sound hier drin anstellen kann, richtig, richtig gut. Air Conditioning, Settings, also das ist ein bewährtes, gutes System. Vor allem finde ich das spannend, was man hier mit ja, dem Laden und den Lademöglichkeiten machen kann. Planen, vorheizen, vorkühlen, also richtig gut. Was wir jetzt natürlich machen werden, ist rausspringen und euch ein Fazit zaubern. Kommt. Ja, kommen wir zum Fazit und passend zu 125 Jahre Skoda hat die tschechische Marke
so richtig einen rausgehauen. Weil erstes elektrisches Modell auf dem MEB, das zweite der Marke und wie ich finde, sehr, sehr gelungen. Er wird im Lada Boleslav gebaut. Ab, glaube ich, Ende 20 und ja, die ersten Auslieferungen sollen ab Anfang 2021 stattfinden. Und euch interessiert natürlich jetzt brennend, sag mal Jan, was kostet dieses Auto? 33.800 geht er los in der kleinsten Variante, das ist der EV50. Und dann sagt er, oh, das ist aber eine Menge Geld, was ich übrigens gar nicht finde. Aber was man wissen muss ist, dazu kommen aktuell etwa 9.000 Euro Förderung und dann kostet dieses Auto, wie es hier steht dann, also nicht wie es hier steht, aber wie es in der Basis dann ist, noch 25.000 Euro. Das ist krass. Das ist so viel wie ein irgendwie schmal ausgestatteter Golf und das finde ich dann schon relativ beeindruckend, ehrlicherweise. Ja, ich hoffe, das Review hat euch ein bisschen gefallen. Falls euch der Preis immer noch zu hoch sein soll, schaut gerne bei unserem Leasing-Vergleichspartner, unserer Vergleichsplattform, unserer Vergleichssuchmaschine vorbei. Das ist GoLeasy. Unter GoLeasy/Autotester findet ihr genau den. Da habt ihr den garantiert besten GoLeasy-Preis. Schaut vorbei, die Jungs machen echt einen tollen Job. Ich vergleiche da auch selbst. Hier seid ihr gelandet, nicht nur in Prag, sondern auch bei www.autotester.de, eurem Autotester, das vertraut. Sie finden uns auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Abonniert am besten alles, macht mich froh. Ja, und eine kleine Sache ganz am Schluss noch. Schaut bei Asphaltart durch. Unser Mikro ist uns heute gestorben. Und ihr fragt euch bestimmt, warum ist es so schweinegeil gefilmt? Ja, es ist eben Kunst. Da haben uns die Kollegen ausgeholfen. Freut mich sehr. Instagram und YouTube, die machen einen tollen Job. Schaut da vorbei. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis bald.